So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Wir haben jede Menge Seelen da unten. Die könnten wir zum einen für Level-Ups ausgeben. Ja, sogar für ein paar Level-Ups. Zum anderen aber möchte ich jetzt mal auf jeden Fall mal meine Flamme verstärken. I'm glad to see you're well. Da wir ja genug Feuersamen gefunden haben, verstärke ich jetzt mal die Flamme ein gutes Stück nach oben. So, erstmal auf 8 dürfte reichen. I'm always. Und dann gehen wir kurz zum Mollen rüber, weil der muss uns noch eine Rüstung verkaufen, die wir für eine bestimmte Sache brauchen. Was jetzt nicht unbedingt fürs Voranschreiten im Game wichtig ist, aber das möchte ich euch auch zeigen. Inidama. Nämlich brauchen wir die Teile der Schmelzerrüstung. Davon kaufe ich jetzt mal einfach alle Teile. So. Thanks for the purchase. Das war mal der Schmelzerdämon. Also die Rüstung kriegen wir, weil wir den Schmelzerdämon besiegt haben. Die brauchen wir eigentlich nicht wirklich, sollten sie aber trotzdem haben für die eine Sache, die wir nachher angehen werden. Hello. So. Nein, ich lasse das jetzt mal. Be safe. Ich steige jetzt ein Level ab und dann kaufe ich mir von den restlichen 10 Heilsteine, genau. Bearer of the until hope. Jo. Aufsteigen ist das Flakon, können wir ja nicht mehr verbessern. So, wir könnten uns noch einen dritten Zauberslot holen. Dass wir mal in die Richtung arbeiten. Das erhöht auch unsere Fluchresistenz und unsere Beweglichkeit etwas. Weil alle anderen Werte sehen einigermaßen gut aus mittlerweile. So. Und von dem Rest kann ich mir Heilsteine kaufen. Dann 10 Stück. Jawohl. Thanks. Wir haben ja bei dem Kampf gegen den Forlorn, also den Verlassenen, ja ziemlich viele Heilsteine verbraucht. So, nächster Schritt, wir misten unser Inventory ein bisschen aus. Essos-Flakon-Scherbe, die können wir zum Beispiel verkaufen, weil sie bringt uns nichts mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Die Freikämpfertafel können wir auch mal weglassen. Den gebossenen Augapfel, den kann ich euch ganz zum Schluss zeigen. Der ist nämlich ähnlich wie in Dark Souls 1, der gebossene Augapfel. Damit kommt man in die Welt eines Verräters. Hier steht es ja, ein gebossenes Auge mit unfokussiertem Blick. Das gebossene Auge windet sich, flackert und sucht unehrenhafte Missetäter. Wo sind Unholde? Wo sind sie? Genau, packen wir mal weg. Skeptikergewürze und Einfaltspinselgewürze brauchen wir im Augenblick auch nicht. Dumm, brauchen wir hier. Ist alles weg, okay. Dann gucken wir mal hier. Den Menschentöter hatten wir ja bereits. Dann hatten wir noch den Streitkolben des Überheblichen. Der war von einem dieser Kleriker. Der Streitkolben von einst ranghohen Klerikern. Er ist mit einer heiligen Glocke kombiniert und kann bei schwerem Angriff Wunder und Hexereien wirken. Einst wurden Kleriker verehrt. Mittlerweile streifen ihre Seelen jedoch ziellos durch die Tiefen einer unergründlichen Dunkelheit. Und da restet unsere Speere. Dann hätten wir die Evelyn. Äußerst seltene Schnellfeuerarmbrust. Ihr könnt 3 Bolzen in Folge verfeuern. Treffen alle 3 wird großer Schaden angerichtet. Fiorenza, der reichste Händler in ganz Wolgen, baute diese verlorene Waffe nach, nachdem er in einem alten Buch von ihr erfahren hatte. Ja, die erste Waffe haben wir in den Archiven des Herzogs damals gefunden, in Dark Souls 1. Wahrscheinlich ist sie dem nachempfunden. Stab der schwarzen Hexe. Von Ledia Hexen verwendeter Stab. Mit besonderer Magie getränkt und daher von ein Beschleuniger von Zombiewundern und Hexereien.
Ninja-Apostel kannten sich mit Magie aus. Sie führten einzigartige Waffen, galten jedoch als Gotteslästerer und wurden daher getötet. Ja, und kann für alles Mögliche verwendet werden zum Zaubern. Dann haben wir hier den großen Schild. Und nein, ich habe das Gegenstück nicht. Also das sind zwei verschiedene Schildteile, die hier. Weaves Großschild und da gibt es noch ein anderes. Aber erstmal, das Schild ist überheblich. Ne? Der Schild von einst tragen hohen Klerikern. Noch immer besitzt er die Effekte des Segens und stellt die Ausdauer des Trägers wieder her. Ja, das hatten wir ja schon. Aber Weaves Schild. Schild eines der Ritter, die vor langer Zeit versuchten, die Gruft der Untoten einzunehmen. Sie trugen keinerlei Waffen, nur in zwei Hälften zerteilte Schilde, mit denen sie ihre Feinde spielend leicht zerschmetterten, bis ihre Leichen aufs Grausamste entstellt waren. Die Abbildung zeigt zwei Boten aus dem Jenseits, die kürzlich Verstorbenen begrüßen und die Taten ihres Lebens begutachten. So, hier haben wir die Lydia-Kapuze. Kapuze eines Lydia-Pyromanten. Die Lydia-Apostel besetzten in ihrer Anmaßung die Gruft der Untoten und missbrauchten den Tod. Dabei zogen sie Fenitus Groll auf sich, der sie Missetäter hieß. Also wahrscheinlich Aidens. Also den Fenito, den wir da getroffen haben. Girmhelm ist alles klar. Die Schmelzerrüstung, die packen wir mal weg, bis wir sie brauchen. Kann ich euch aber auch mal kurz vorlesen. Rüstung des Schmelzerdämon, einer enormen Eisenmenge, der Leben eingehaucht wurde. Bietet hohen Feuerschutz. Ja, der Feuerschutz ist wichtig. Der alte Eisenkönig verfügte über große Erzreichtümer, doch er wurde verbrannt und von einer Kreatur aus den höllischen Tiefen der Erde emporstieg. Jo. Sians Rüstung, die haben wir ja hier irgendwo. Ja, und ich bin am Überlegen, wo ist es denn? Ob ich vielleicht nicht zur Dragonlink Rüstung wechsle. Das ist nämlich eigentlich eine ziemlich gute Rüstung im Vergleich zum Beispiel zu Sians Rüstung. Sie wiegt nur wiederum wieder mehr als die Sians Rüstung, was das wieder relativiert. Da Dragonlink Stulpen zu Sians Stulpen sind auch schwerer. Und hier Dragonlink Kamaschen zu Sians Kamaschen sind auch schwerer. Nein, das hat sie dann damit erledigt. Weil ich habe überlegt, okay, ich habe nur 30 Glitzer-Titanid. Ich bräuchte 40, um die Rüstung auf plus 5 zu bringen. Also auf gut, auf die maximale Stufe. Also auch nicht so toll. Ringe kann ich den festigenden Knöchelring plus 1 mal weglegen. Und alles andere ist okay soweit. Da sind keine Zauber drin. Ja, Alone-Ritterstolpen habe ich hier. Habe ich eigentlich auch. Ne, schwarze Lydia-Sachen habe ich leider nicht dabei. Okay. Gut, das heißt, wir reisen jetzt zurück. In den Untotengraben. Und ich habe vergessen, mir Menschlichkeit einzuwerfen. Die wäre jetzt nützlich. Ah doch, ich habe sie schon eingeworfen gehabt. Gut. So, ich muss nur hier durch. Und hier rüber wieder. Weil den Rest kennen wir eigentlich. So, erst musst du weg, dann kommt von hier draußen einer. Der ist auch nicht so das Problem. Was gemeint ist, in der Skull of the First Sin Edition ist der Respawner hier. So. Wenn die drei nämlich ausgeschaltet sind, können wir uns in Ruhe um die beiden Sianswachen da vorne kümmern.
Hi, Jungs. Wow. Eine ist schon mal weg. Guck mein Schild an. Ich habe genau dasselbe Schild wie du. Wow. Jetzt habe ich ihn wütend gemacht. Wow. Ja. Das ist das Problem mit den Schilden in Dark Souls 2. Manchmal kriegt man sie nicht mehr schnell genug hoch. So. Grüne Blüte ist okay. Und da ist das Rufsymbol, was ich suche. Hier kann ich nämlich Egedin, also den Finito, rufen. Und das möchte ich auch mal machen, weil der Boss, der jetzt kommt, ist... sagen wir mal, gehört nicht zu den einfachsten Bossen in diesem Spiel. So. Betreten wir die Nebelwand. Darf ich euch Velstad vorstellen? Des Königs Aegis. Au. Mit der großen Glockenkeule. Der viel Schaden anrichten kann. Und vor allem einen großen Wirkungsbereich dabei hat. Ah. Ich sag's mal so, Velstad ist nicht leicht. Vor allem, wenn er jetzt in die zweite Phase geht. Weil jetzt hat er sich mit Schwarzmagie gebufft. Jetzt benutzt er Schattengeschosse. Wow. Und man sieht, wie er Aiden als drauf kippt und uns selber auch gleich mit. Ja, ich sagte ja, Velstad ist nicht leicht. Ob es eine kluge Idee ist, ihn allein zu versuchen. Na komm, ich versuch's nochmal mit Egedin zusammen. So, dazu müssen wir wieder hier durch. Also Velstad gehört für mich, für meinen Geschmack, zu einem der schwierigsten Bosse. Oh, ich könnte hier einen anderen Spieler beschwören. Wäre auch eine Möglichkeit. Mit einem anderen Spieler zusammen geht das nämlich wirklich einfacher. Ist das Rufsymbol noch
da? Nein, es ist weg. Gut, dann hat sich der andere Spieler schon mal erledigt.